Hallo Leute, das Thema Photomorphing kann schnell umfangreicher werden und beinhaltet dann einige weitere Aspekte und somit auch weitere Programme, als ich es in meinen damaligen ersten How-To's zum Programm Photomorph erklärt hatte. Es folgten im Laufe der Jahre weitere Ergänzungen, also weitere Teile zum Thema und wurde dadurch etwas unübersichtlich. Deswegen habe ich mich unter anderem dazu entschlossen, ein neues Video zu machen. Ich fasse das Thema also hier in einem neuen How-To-Video zusammen und behandle direkt einige weitere Themen, welche damit verbunden sein können. Die vorherigen Videos behalten ihre Gültigkeit. Wenn jemand eben nur zwei Fotos verschmelzen, also morphen möchte, reicht dieses aus. Dieses Video hier geht darüber hinaus. Ist also für jene, welche mehrere Fotos und mehrere Dateien zu einem finalen Video verarbeiten möchten. Wer schon mit dem Thema vertraut ist, der kann direkt zu der unten eingeblendeten Stelle springen, wo es direkt in die Anwendung geht. Ich sage nachfolgend noch das eine oder andere zu dem Thema allgemein, damit der Einsteiger einen roten Faden und ein Gefühl für die Thematik erhält. An dieser Stelle auch der Hinweis auf meine Website, auf welcher ich relativ umfangreich auf fast alle Aspekte der Fotografie eingehe. Die Zielgruppe ist der Einsteiger und Fortgeschrittene und es gibt dort vielleicht einige Aspekte der Fotografie, welche ihr noch nicht kanntet. Gerne könnt ihr auch hier unter diesem Video schreiben, was ihr von meiner Website haltet und was ihr dort gegebenenfalls noch vermisst oder euch wünscht. Auch über die Website selbst könnt ihr mir schreiben, indem ihr das Kontaktformular benutzt. Den Link zur Website blende ich euch hier ein und ihr findet ihn auch in der Videobeschreibung unten. Auf meiner Website werde ich auch nochmal auf die Installation von Photomorph eingehen, da dies eventuell etwas tricky sein kann, weil der Entwickler nicht mehr erreichbar ist und auch die damalige Firmenwebseite nicht mehr erreichbar ist. Gib einfach Photomorph in die Suchfunktion ein. Blicken wir nun erstmal auf die möglichen verschiedenen Variationen eines Morphing-Projektes. Wer lediglich zwei Fotos zu einer Morphing-Sequenz, also einem kurzen, tonlosen Video verarbeiten möchte, der kann sich dieses längere Video eigentlich sparen, denn dafür reicht mein erstes, kürzeres Video zu diesem Thema noch aus. Auch dieses Video verlinke ich euch hier und in der Videobeschreibung. Wer mehr will, also längere Morphing-Videos mit mehreren Fotos, welche noch mit Texten, Musik oder Sprachnachrichten versehen werden sollen, der kann sich dieses neuere und längere Video zu Gemüte führen. Also hole dir etwas zu trinken und mach es dir bequem, denn es wird etwas umfangreicher und geht durch mehrere Anwendungsbereiche. Übrigens, das Niveau dieses Videos liegt in etwa zwischen einem Anfänger- und fortgeschrittenen Level. Man sollte also schon den Umgang mit Fotos und Dateien im Allgemeinen und der Bearbeitung von Fotos auf seinem PC beherrschen. Der Umgang mit Dateien, wie zum Beispiel das Herunterladen im Internet und anschließendes Kopieren in zum Beispiel einen Projektordner, sollte geläufig sein. Ich werde den Umgang mit Dateien nicht weiter erklären, denn die sprengt den Rahmen dann letztendlich. In diesem Video kommen folgende Programme vor, welche natürlich auch durch andere Programme anderer Hersteller ausgetauscht werden können. Erstens das Morphing-Programm Photomorph. Zweitens das Videoschnittprogramm KDE NLive. Drittens das Bildbearbeitungsprogramm GIMP. Viertens das Audiobearbeitungsprogramm Audacity. Die Reihenfolge der Aufzählung ist ebenfalls Programm. Mit Photomorph wird das Morphing selbst durchgeführt, also quasi das Überblenden von einem Foto zu einem anderen Foto, Morphing genannt. Möchte man nur ein kurzes, tonloses Morphing-Video als Endergebnis, so benötigt man nur Photomorph.
Wie bereits gesagt, kannst du dafür mein erstes Video, welches ich bereits vor ein paar Jahren veröffentlicht habe, anschauen. Willst du mehr, so benötigst du vielleicht auch das nächste Programm. Also bleibe dran. Um deutlich längere Morphing-Videos zu erstellen, musst du diese in mehrere Teile produzieren und diese anschließend zu einem Gesamtvideo zusammenfügen. Dafür und auch, um eventuell dieses Video mit Text, Musik sowie gegebenenfalls mit Sprachnachrichten zu erweitern, benötigst du ein Schnittprogramm. In meinem Video hier zeige ich KDE NLive für diesen Zweck. Das Aufteilen des Morphing-Projektes in mehrere Teile kann dadurch notwendig werden, weil es einen Programmfehler im Photomorph gibt, der bei umfangreicheren Daten, also der Anzahl der Fotos oder zu große Fotos selbst, auftreten kann. Es erscheint in diesem Fall ein Out-of-Memory-Fehler und das Programm bricht ab. Und die Daten gehen verloren, wenn man zuvor nicht gespeichert hat. Dieser Fehler ist nicht tatsächlich in zu wenig Arbeitsspeicher, also Memory, begründet, sondern ein Programmierungsproblem. Da der Entwickler das Programm schon seit Jahren nicht mehr weiterentwickelt, müssen wir einen sogenannten Workaround nutzen und es eben mehrteilig produzieren, wenn uns dieser Fehler begegnet. Jedoch unabhängig von diesem Problem mit Photomorph können wir unser finales Video durch weitere Maßnahmen aufwerten, wie wir noch nachfolgend sehen werden. Auch zu KDE NLive habe ich bereits etwas auf meiner Website geschrieben. Gib auch hierfür einfach KDE NLive in die Suchfunktion der Webseite ein. Kommen wir zu Punkt 3 der Aufzählung oben. Ein Bildbearbeitungsprogramm benötigt ihr, wenn die Zielfotos, welche ihr in dem Morphing-Projekt verarbeiten wollt, zum Beispiel angepasst werden sollen. Damit die Morphing-Ergebnisse nachher optimal sind, sollten die Fotos möglichst ähnlich hell sein und die Ausschnitte der Hauptmotive, meist Gesichter, sollten an ähnlicher Stelle und Größe vorhanden sein. Wenn die Fotos darüber hinaus in etwa alle dieselbe physische Größe haben, also die Anzahl Pixel der finalen Videoausgabe des Morphing-Videos, dann läuft die Bearbeitung nachher im Photomorph schneller und der Speicherfehler taucht vielleicht gar nicht oder erst später auf. Dies habe ich allerdings selbst nie verifiziert, sondern ist eine Vermutung. All das Genannte ist jedoch lediglich für die Optimierung des Ergebnisses hilfreich und keineswegs unbedingt notwendig. Fotobearbeitung ist unter Umständen aufwendig und nicht unbedingt immer einfach. Ich verwende dafür schon seit Jahren GIMP, weil es ein sehr mächtiges Programm ist, mit welchem ich sehr viel bearbeiten kann und welches es für Linux, Windows und für Mac gibt. Und zum Schluss der Hinweis auf Audacity. Ein Programm zum Bearbeiten von Audiodaten, also in der Regel Musik- oder Sprachaufnahmen. Übrigens sagen manche Audacity, jedoch die meisten wohl Audacity. Mit Audacity kannst du zum Beispiel eine Tonspur von einem Video trennen oder die Tonaufnahme entrauschen oder zuschneiden und viele Dinge mehr. Jedoch kann man mit dem Programm auch direkt Sprachaufnahmen am PC speichern und sie direkt bearbeiten. Wenn du zum Beispiel eine Grußbotschaft in dein finales Video einbauen möchtest, was dein Video insgesamt schon deutlich aufwerten kann. Auch dieses Programm ist nicht zwingend notwendig, denn Tonspuren kann man auch in KDE NLive schneiden und manipulieren. Aufnehmen von Sprachnachrichten kannst du sogar einfach mit deinem Handy. Ich habe meinen Text hier zu diesem Video und zu vielen anderen Videos, zum Beispiel auch mit Audacity, aufgenommen. Je nach Anspruch benötigst du vielleicht lediglich ein Programm oder, wenn du das Maximale herausholen willst, alle vier Programme. Also lass uns beginnen. Als erstes beschäftigen wir uns mit den Fotos selbst. Ich empfehle unbedingt, lediglich mit Kopien der jeweiligen Fotos zu arbeiten, damit du im Falle irgendwelcher Probleme oder Missgeschicke noch die originalen Fotos besitzt. Zum Thema Datensicherung gibt es jedenfalls schon Infos auf meiner Webseite, welche ich empfehlen kann.
Gib hierfür einfach Datensicherung in die Suchfunktion ein. Lege dir zunächst einen neuen Projektordner mit Unterordner an. In diesem Projektordner sollten nachher alle Dateien sein, die mit dem aktuellen Morphing-Projekt zu tun haben. Also die Fotos, eventuell die Musik- oder Sprachdateien und die Projektdatei vom Fotomorph selbst. Kopiere also die gewünschten Fotos in die jeweiligen Ordner, wie du das hier im Video siehst. Ich habe das schon im Vorfeld gemacht, damit wir hier schneller durchkommen. Und dann sind wir auch schon bei der Auswahl der tatsächlich benötigten Fotos. Es ist sinnvoll, schon eine genaue Vorstellung davon zu haben, welche Fotos in welcher Reihenfolge bearbeitet werden sollen. Eine mögliche Organisation durch eine resultierende Sortierung ist, die Fotos entsprechend der geplanten Reihenfolge umzubenennen. Also zum Beispiel 1.jpg, 2.jpg und so weiter. Dadurch werden im Dateimanager von Windows die Fotos in der richtigen Reihenfolge angezeigt, wenn du nach Namen sortiert anzeigen lässt. Dateien kannst du mit F2 im Dateimanager umbenennen. Das ist schneller, als über das Menü zu gehen. Eine andere Möglichkeit wäre, eine Liste zu erstellen, in welcher steht, welches Foto an welcher Stelle im Projekt erscheinen soll. Doch wie gesagt, das alles ist kein Muss. Ich arbeite auch nicht strikt danach, es kommt eben auch auf das Projekt an. Nun kannst du bei Interesse noch deine Fotos mit GIMP oder dem Programm deiner Wahl bearbeiten. Um zum Beispiel die Ausschnitte neu zu wählen oder um die Fotos zu skalieren, also zu verkleinern. Auch dies ist kein unbedingtes Muss, kann jedoch das Endergebnis deutlich verbessern. Da die Vorbereitungen nun abgeschlossen sind, können wir nun in Photomorph die vorbereiteten Fotos laden und das Morphing durchführen. Die Installation von Photomorph und das Einstellen auf deutsche Sprache erkläre ich in einem Video, das ihr auch auf meiner Website findet. Auch hierfür einfach Installation von Photomorph in die Suchfunktion der Webseite eingeben. Nach dem Start der Software überprüfe als erstes die Grundeinstellung von Photomorph. Die Auflösung des finalen Videos und die Anzahl Bilder pro Sekunde, FPS abgekürzt. Je größer dieser Wert, desto flüssiger das Ergebnis. Ich stelle hier meist Full HD Auflösung FHD ein, was 1920 x 1080 Pixeln entspricht. Nun erzeuge ein neues Projekt oder lade ein bereits existierendes, falls du an einem Projekt weiterarbeiten willst. Wir können nun Fotos den einzelnen Sequenzen hinzufügen, indem wir auf Image klicken und dann ein Foto laden. In welchen der beiden Fenster links oder rechts wir das Foto laden, wird durch einen dünnen grünen Rahmen angezeigt. Sobald du die ersten beiden Fotos zugewiesen hast, kannst du nun mit Sequenz hinzufügen, Englisch Add Sequence, die nächste Sequenz hinzufügen. Diese Funktion lädt schon automatisch das letzte Foto als Startfoto der nächsten Sequenz, denn wir müssen immer mit dem letzten Foto der vorherigen Sequenz starten, damit wir einen flüssigen Übergang hinbekommen. Jetzt suchen wir das zweite Foto dieser Sequenz aus und laden es in das rechte Fenster. Nun wechseln wir wieder in den Tab Projekte, Englisch Projects und klicken erneut auf Sequenz hinzufügen. So verfahren wir mit allen unseren verbliebenen Fotos. Ich gehe nicht über 15 Sequenzen hinaus, denn ab diesem Bereich häufen sich die Abstürze deutlich. Bei bis zu 15 Sequenzen hatte ich noch nie Abstürze. Möchte man mehr als ca. 15 Fotos morphen, so fängt man einfach ein neues Projekt an und beginnt auch hier mit dem letzten Foto aus dem ersten Teil des Morphing-Projektes. In KDE NLive kann man nachher nahtlos
diese Teile aneinander rein, wie wir hier noch später sehen werden. Zwischendrin mal das Projekt zu speichern macht Sinn, denn ihr ärgert euch bestimmt, wenn ihr nach einem Absturz einen Teil oder vielleicht alle Arbeit verliert, weil ihr vielleicht noch gar nicht gespeichert habt. Nun werden wir die Fotos in den Sequenzen durch Kontrollpunkte verbinden, damit das Programm weiß, wie und in welcher Richtung es die Fotos für die Zwischenbilder berechnen soll. Je mehr Kontrollpunkte, desto genauer und feiner werden die Übergänge. Jedoch nicht übertreiben, denn meistens reichen zwischen 5 und 10 Punkte völlig aus. Ich habe hier für die Augen lediglich 5 Punkte gesetzt. Dabei setzt man im linken oder rechten Foto einen Punkt, indem man in das Foto klickt und auf der Gegenseite, also dem anderen Foto, diesen Punkt an die entsprechende Stelle verschiebt, welchen dem Punkt im Ausgangsbild entspricht. Ihr seht das schon hier im Video, wie es gemeint ist. So verfahrt ihr mit allen Fotos in allen Sequenzen und in allen Teilen, wenn ihr, wie ich hier, mehr als einen Teil produziert habt. Zwischendrin und am Ende nochmal das Projekt speichern. Jetzt geht es an den Export des Morphing-Projektes. Das heißt, es wird aus den Fotos gemäß der Vorgaben im Programm ein Video erzeugt, was man auch als Rendern bezeichnet. Wählt dafür am besten zum Beispiel die Einstellung, welche ihr hier im Video seht, also AVI und dann den Codec unter Komprimierungsprogramm Microsoft Video 1. Ihr könnt an dieser Stelle allerdings auch experimentieren und verschiedene Einstellungen ausprobieren. Da ich das Endergebnis eh nochmal in KDE NLive erneut rendern werde, reichen mir die Einstellungen so erst einmal aus. Zwischenbetrachtung. Ich habe nun also zwei Teilprojekte mit jeweils ca. 15 Sequenzen angelegt und als AVI-Video exportiert. Nun werde ich diese beiden AVI-Videos in KDE NLive zu einem finalen Video verarbeiten, indem ich diese beiden Teile dort quasi verbinde und noch mit Musik und einer Sprachnachricht unterlegen werde. Also auf geht es in KDE NLive. Ich gehe davon aus, dass du das Programm bereits installiert hast. Wenn nicht, findest du dazu Infos auf meiner Website oder auch in YouTube auf vielen anderen Kanälen. Ich habe hier in dem Screencasting, also der Aufzeichnung des KDE NLive Teils, kein Systemsound aktiviert, sodass ihr hier noch nicht die Sprachdatei und die Musik hören könnt. Das klappt aber im finalen Teil dieses Morphing-Videos How-To's. Als erstes stellst du das Projekt auf Full HD, also FHD, also 1920x1080 Pixel mit 25 FPS, also 25 Bildern die Sekunde ein. Dies kannst du unter Projekt, Projekteinstellung machen. Somit sind wir dann mit den zuvor gerenderten Morphing-Videos im Einklang bzw. synchron. Dann ziehst du die beiden Morphing-Teile in KDE NLive, wie du es hier siehst. Nun kannst du zum Beispiel unterhalb deines Morphing-Projektordners einen weiteren Ordner namens KDE NLive anlegen, so wie ich es hier bereits gemacht habe, und speicherst dort schon mal das KDE NLive-Projekt. Die beiden Videos siehst du nun in die Videospuren unten, welche in dem Beispiel mit V1 und V2 bezeichnet sind. Die beiden Videos siehst du in derselben Spur direkt aneinander, und wenn du das mit dem Play-Button abspielst, wirst du sehen, dass man den Übergang nicht sieht, also aus den beiden einzelnen Teilen nun ein neues Ganzes wird.
Nun noch etwas Musik dazu und eine Sprachnachricht und fertig ist das Demo-Projekt. Dafür nimmst du zum Beispiel mit dem Handy oder Audacity eine Sprachnachricht auf und speicherst oder kopierst sie in das KDE-N-Live-Verzeichnis, welches du bereits angelegt hattest. Genauso verfährst du mit der Musik. Wenn du selbst musizieren kannst, super. Denn dann kannst du genau die Länge produzieren, welche du in deinem Projekt brauchst. Wenn nicht, musst du halt eine Musik aussuchen, die passt. Natürlich kannst du in KDE NLive auch zu lange Musik langsam ausblenden oder mehrere Stücke ineinander überblenden, was jedoch wiederum ein eigenes Thema ist. Abschließend gehst du auf Rendern, was du auch mit Steuerung Return aufrufen kannst und gibst dort dann einen Ordner und Dateinamen für das finale Video an. Wähle hier auch wie gezeigt den MP4-Codec aus und klicke dann abschließend auf In Datei rendern. Nun wird das finale Video gerendert, sprich erzeugt. Das war's. Du hast es geschafft und hast ein recht komplexes Fotoprojekt abgeschlossen. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht, wie es mir bei der Erstellung dieses How-To's erging. Wenn du meine Webseite besuchst und meinen YouTube-Kanal abonnierst, dann freue ich mich natürlich darüber. Nun viel Spaß mit deinem neuen Video. Hallo liebe Zuschauer meines Kanals. Ihr seht hier ein kleines Demo-Projekt mit Photomorph erstellt, in zwei Teilen projektiert und in KDE NLive mit dieser Sprachnachricht und Musik zu einem neuen Ganzen zusammengefügt.